Guten Morgen aus dem Phantasialand. Epic Hangtime. Wir sind hier. Ich muss nochmal neu machen. Alles gut. Kaffee. Komm, wir nehmen den Kaffee dabei, die hat. Ja, genau. Das ist morgens. Guten Morgen aus dem Phantasialand. Wir haben schon einen Kaffee geholt unten am Kiosk. Und gleich fahren wir fly. Fahren wir fly? Ja, wir fahren fly. Wir haben jetzt Soft Opening und wir sind ziemlich früh am Start hier. Man sieht, wir trinken Kaffee, sind nicht gehetzt und wir führen euch quasi mit durch Soft Opening. Also wir zeigen euch ein bisschen, wie man da ansteht, wie man wartet. Hey, bist du nicht der Patrick von Epic Hangtime? Ja. Was machst du denn hier? Ich stehe an. Darf ich ein Autogramm haben? Ja. Magst du auf meine Brust unterschreiben? Ja. Cool, bis gleich. Plus Fly und Ruckbock und alles, das wird super. Danke. 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 Also ich bin gar nicht gehypt. Nee, ich auch nicht. Wir haben aber noch nicht. Oh, die Soundkulisse ist krass. Vielen Dank. Wie war deine erste Fahrt? Die erste Fahrt war super. Richtig gut. Was waren deine Highlights? Meine Highlights, wo es hochging, mit diesen, ich will jetzt nicht spoilern, aber mit den Sachen, die man so sieht. Die Effekte sind die super. Die Effekte sind super, das Drehen ist super, die Fahrt an sich ist die super. Abfertigung war super. Die Abfertigung ist super. Also das eine geile Bahn. Mit den Spinden, das ist super gemacht, das ist wirklich super gemacht. Und der Themenbereich, auf jeden Fall der Themenbereich. So, nochmal auf Rüger-Basis. Wir sind Fly gefahren, wir sind dreimal jetzt Fly gefahren. Ja. Und es atemberaubt. Also allein die Q-Line ist ein Themenbereich für sich, kann man fast sagen. Kann man sagen, ja. Ist richtig gut gemacht. Das Schließfachsystem finde ich gut. Ja, also man darf nichts mit reinnehmen, gar genau. Nichts, auch nicht mal ein Handy. Ganz genau, die Abfertigung ist sehr gut und geht sehr schnell, auf jeden Fall. Ja. Was ich noch sagen wollte, zur Fahrt selber. Es ist ganz ungewohnt, also ich bin noch nie Flying Coaster gefahren und es ist ungewohnt und weniger anstrengend, als ich mir gedacht habe. Auf jeden Fall, das Einzige, was man bedenken muss, man darf nicht den Nacken überstrecken. Den Fehler habe ich gemacht. Ja, aber, wie meinst du? Zu sehr nach oben geguckt, weil man ist ja in der linken Position und will dann, weiß ich nicht. Ja, du willst nach vorne gucken, genau. Ja. Nach vorne gucken und je nachdem kann das auch nicht in den Nacken gehen. Deswegen einfach hängen lassen und gucken. Genau, es sind ein paar Airtime-Momente drin und das meinst du, es geht wahrscheinlich auch auf den Nacken. Ja, genau, die Überschläge. Ja. Wir nehmen euch jetzt noch ein bisschen mit so und die Toilette werden wir auffinden. Die Toilette sieht mega aus. Auf jeden Fall. Oh.
Wir sind hier in Hermelis Schokoladen- und Candy-Werkstatt. Holen Sie sich was Süßes. Das goldene Ticket. Wo sind die Umpa-Lumpa? Spiel nicht mit meinem Gefühl. Wo sind die Umpa-Lumpa? Hier sieht man die Grange. Ist das nicht eigentlich Patent von Lin? Nein. Obwohl. Oder? Ich weiß nicht. Man kennt das von Lin. Ja, ja, aber Lin ist um die Ecke, von daher. Aachen ist kurz. Hier haben wir Schokoladenbruch. Ist das die Jenny von Crossfit? Achso, okay. Goldfields Parachute mit Pancetta, Spiegelei, Parmesan, Sauerrahm, Mayonnaise. Das war's. Ein wunderschöner Tag hier in Ruckborg. Was haben wir noch gemacht außer Ruckborg? Einmal Taron gefahren. Und danach sind wir wieder Ruckborg gefahren. Wir sind Fly gefahren. Wie oft sind wir gefahren? Siebenmal. Siebenmal? Und wie lange waren wir hier? 7,5 Stunden etwa. Mehr als 7. Und die waren auch dabei? Und wo ist Jenny? Abonniert den Kanal von Coaster Jing. Abonniert unseren Kanal. Wir hoffen, ihr habt jetzt genügend Eindrücke gehabt. Wenn das alles geklappt hat, haben wir jetzt einen schönen Beat genommen, haben alle schönen Bilder drüber gelegt. Es war ein toller Tag. Auf jeden Fall. Wir kommen wieder. So. Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr seht, wir zwei sind heute im Phantasialand und auf zu lachen.